Hallo und willkommen zu einem neuen Spieletest des Spiels Soccer Kick. Was man eigentlich sagen muss, es ist eigentlich eher Werbung verpackt. Ja, ein bisschen Werbung mit ein bisschen Spiel dazwischen eigentlich. Es ist unfassbar. Ich habe das selten erlebt, dass ein Spiel einfach so viel Werbung hat wie dieses. Es ist unglaublich. Das ist eines der ohne Witz, das Spiel ist wirklich so von sich aus gar nicht mal schlecht. Aber es ist einfach so voll mit Werbung. Überall. Ich kann jetzt nur... Ja, klar. Es kommt wieder Werbung. Ich werde es doch nicht rausschneiden, weil... Hallo, ich bin hässlich und trage eine rote Mütze. Möchtest du Bitcoins kaufen? Alter, es ist... Du kickst einmal gegen diesen Ball und danach hast du erstmal Werbung. Dann kickst du nochmal gegen diesen Ball. Hast du nochmal Werbung. Unten ist Werbung. Das ist unglaublich. Ey, Leute, warum? Warum wird das einfach so übertrieben? Warum wird bei so einem Spiel so dermaßen übertrieben mit Werbung? Nur damit man für 3 Euro die Vollversion kauft oder was, wo keine Werbung drin ist. Es ist, ich glaube, die wollen die Leute einfach so nerven, dass sie es echt bezahlen. Ja, klar. Würde den dreifachen Wert kassieren, wenn ich jetzt die Werbung gucke. Das würde dann wieder 30 Sekunden dauern für einen 5-Sekunden-Schuss. Müsste ich wieder 30 Sekunden warten. Ja, das Spiel ist gar nicht mal schlecht. Das Spiel ist so gar nicht mal schlecht, aber es ist einfach... Durch diese Vielzahl an Werbung, es ist echt nicht spielbar. Es ist, ja, genau. Da musst du immer das eine X drücken, da musst du nochmal das X drücken. Ihr habt jetzt gerade gesehen. Ich habe jetzt, glaube ich, ein, zweimal gekickt und es kam schon wieder zweimal Werbung. Und jetzt werde ich natürlich durch diesen Kick auch nicht das nächste Level erreichen, glaube ich. Da müsste ich ja 3000 Punkte für haben, beziehungsweise 3000 Meter weit schießen. 1413 hatte ich nur ja wieder. Wieder Werbung. Alle, die haben Glück gehabt. Es kam keine Werbung, aber wir hatten einen ganz guten Schuss. Mann, das Spiel ist echt nicht schlecht, aber warum, Leute? Packt ihr es so voll, deswegen ist es aktuell noch das schlimmste Spiel dieses Jahres auf jeden Fall für mich. Vielleicht gibt es auch schlimmere Spiele, wer weiß, aber aktuell, weil ich echt dachte so, geil, das Spiel sieht ja ganz gut aus. Ja, Apple Music Werbung läuft. Ich warte immer nur drauf, dass ganz schnell oben das X kommt, dass ich es wegdrücken kann. Natürlich muss man jetzt nochmal das X drücken, ist auf der anderen Seite. Ja, geil! Ich krieg mehr Kraft, wenn ich nochmal gratis ein Video angucke. Wir haben ja auch erst gerade 100 Millionen geguckt. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt hat eine perfekte Kraft. Das ist, glaube ich, sogar von den Machern von Hole.io. Nur da hast du halt alle 2 Minuten nur die Werbung, weil ja eine Runde da 2 Minuten geht. Also das geht ja noch. Aber hier jetzt gerade, da ist wieder zweimal Werbung. Unten ist das Banner, dann ist da drüber nochmal ein Kästchen, wo Werbung drin ist. Und lass mich raten. Ja, es kommt nochmal Werbung von Loveball. Sehr schön. Wir hatten ja auch noch nicht genug. Oh, du Kleine. Ist ganz traurig auch mal. Ja, natürlich jetzt nochmal. Ob das nicht wegzudecken X da oben rechts, was wir natürlich auch nochmal drücken müssen. Ja, ich hätte es. Natürlich könnte ich nochmal gratis Kraft bekommen, wenn ich mir noch ein Video angucke. Ja, sauber. Ist klar. Der geht natürlich jetzt links in die Karpaten, der Ball wahrscheinlich. Ja. Oh, wir haben sogar Glück. Könnte sogar ein ganz guter Kick werden. Ah, das Spiel ist ja nicht schlecht. Aber diese Werbung. Wer hat übrigens schon gespielt von euch? Hand hoch! Ich bin echt kurz davor, auf das drauf zu drücken. Was sind das da unten für Werbung? War Robots, get ready for battle. Yep. Ja, wir haben aber nicht so gut. Ach, Mann. Guck, wie weit wir diesmal kommen. Nein, nicht vor die Laterne. Nicht so weit. Ja, gut, bis ich mal diese 3000 habe. Wird wohl ein bisschen dauern. Kommt jetzt Werbung, bitte. Ja, Werbung. Ich hatte eben übrigens auch meine Werbung in diesem Spiel. Die habe ich nicht wegdrücken können. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Dann habe ich das Spiel neu gestartet, dann ging es weg. So, jetzt bitte. Ah, da ist ganz oben links versteckt, ist das X. Ja, jetzt kommt wieder rechts oben das X. Es ist zum Kotzen. Es ist einfach zum Kotzen. Ohne Witz. Das nimmt doch den ganzen Spielspaß. Ich meine... Ein bisschen Werbung unten, diese Leiste da drin, wo jetzt gerade Homescapes-Werbung läuft. Klar, kann ich akzeptieren, wenn ihr das macht. Aber alle 2 Sekunden jetzt hier eine Werbung reinzudreschen, das ist in meinen Augen sehr, sehr übertrieben. Das ist einfach komplett übertrieben. Und ich weiß auch nicht, ob da Leute, ehrlich gesagt, dieses Spiel dauerhaft spielen wollen, wenn sie alle 2 Sekunden da auf irgendeinen Kack draufdrücken müssen. Ich mache das jetzt einmal. Wir holen uns jetzt einmal, hier den dreifachen Bonus. Das lohnt sich ja auch vor allem, das lohnt sich ja gar nicht, das dann rauszuschneiden, die ganze Werbung. Dann
dann habe ich 2 Sekunden Video, habe ich 5 Sekunden Werbung rausgeschnitten, dann habe ich wieder 2 Sekunden Video, ich wieder 5 Sekunden Werbung rausgeschnitten. Deswegen, Golf Clash ist das, glaube ich, die Werbung. Warum? Warum? Ich will doch den Reward haben! Darf ich jetzt endlich weiterspielen? Ich will doch nur spielen, ja, komm. Es ist so lachhaft. Slowly drag the ball back and hold to apply power. Drag the ball into the center of the blue circle. Wo ist denn... Ach, da. Release when the needle is in the middle to take a shot. Ja, sehr schön. Perfekt. Darf ich jetzt... Kriege ich jetzt den... Oh, danke. Hä? Hätte ich nicht mehr kriegen müssen gerade? Hätte ich nicht das Dreifache kriegen müssen? Oh, ich bin schon wieder so angefressen. Weil ich einfach... Diese Folge wird auch nie im Leben 10 Minuten lang sein, weil das Spiel riecht mich jetzt schon auf. Nicht, weil es... schon wieder. Nicht, weil es schlecht ist, sondern einfach, weil diese Werbung es einfach unerträglich macht zu spielen. Ja, weg. Ich freue mich schon auf das X, wenn das kommt. Vor allem haben wir unten ja immer noch die Werbung. Also du hast ja Werbung im Spiel, dann hast du nochmal zwischen den einzelnen Runden Werbung. Dann immer dieses aufdringliche, verdoppele doch oder verdreifache doch dein Ingame-Geld. Dann kriegst du noch was. Ja, schöne Karpaten gedroschen, kommt gegen den Baum. Nein. Gegen Laterne. Ja. Yep. Und da würde ich sagen, sind wir am Ende dieser kleinen, feinen Zwischenepisode. Doppelt, dreifach, vierfach, fünffach Werbung. GG auf jeden Fall an den Entwickler für dieses wunderbare Spiel. Und schreibt mal gerne eure Meinung zum Spiel in die Kommentare. Und dann sehen wir uns später wieder. Macht es gut. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.